momentan, also in den Wintermonaten, startet er um 6.30 Uhr. Und da fange ich meistens an, dass man die ersten Pferde auf die Koppel stellen, beziehungsweise das erste Pferd herrichten oder reiten. Oder halt gelegentlich kommt auch schon jemand um 6.30 Uhr zum Unterricht. Und im Sommer fangen wir meistens um 4 Uhr an. Welche Kundenpferde ich auch mitzureiten habe oder ob die Leute selber kommen. Aber fix reite ich immer 9 bis 10 Pferde. Maximal sind es dann mal so an die 14. Puh, ganz schwierige Frage, weil ich wirklich ganz, ganz viele Dinge liebe. Ich liebe das Huföl, die Ringelblumencreme, es ist ständig bei uns aus, auch das Glanzspray. Und von den Säften sicher auch definitiv der Lebernierensaft, aber auch der Halswollsaft funktioniert super, auch bei mir selber, wenn ich Husten oder Halsweh habe. Und auch die Muskel, also der Muskelsaft, Muskelpaket, eigentlich haben wir alles in Verwendung. Es ist wirklich schwer zu sagen, was jetzt das Lieblingsprodukt ist. Angefangen zu reiten habe ich mit 11. Turniermäßig unterwegs bin ich seit ich 14 bin. Also jetzt heuer 20 Jahre. Unmittelbar bevor ich ins Viereck reite nicht. Ich versuche immer so
rechtzeitig herzurichten, dass wirklich gar kein Stress entsteht. Ich habe es lieber, wenn ich schon 10 Minuten vorher fertig bin und noch warten muss und noch einmal in Ruhe in der Aufgabe oder irgendwas durchdenken kann. Und ansonsten versuche ich mich nur immer daran zu erinnern, dass man es genießen sollte.